Hi, lange nicht gesehen. Ich euch sowieso nicht, ihr mich vielleicht nicht ganz so lange. Ja, willkommen bei Andy Summit. Ich bin's immer noch, ich sehe ein bisschen anders aus, längere Haare, habe ein paar Ohrringe. Und das hatte ich ja beim anderen Video schon mal erklärt. Ich denke mal, das soll euch auch nicht weiter stören. Es geht ja hauptsächlich darum, nicht mich zu sehen, sondern die Filme, die ich mache mit meiner netten Hälfte Snoopy. Ja, worum soll es gehen? Erstmal, kleine Verspätung. Ich habe es irgendwie nicht geschafft, zwischen Weihnachten und Neujahr euch das Preview für 2016 näher zu bringen. deswegen noch, ja, frohe Weihnachten wünschen ist jetzt ein bisschen too late. Wir haben immerhin den 15. Januar. Und frohes neues Jahr rückwirkend kann man immer noch wünschen. Also in dem Sinne, frohes neues Jahr. Alles Gesundheit, Gesundheit, alles Gesunde für euch. Viel Geld, was ich letztes Jahr schon sagte, das kann man leider das Hobby nicht ausüben. Und ansonsten, alles andere wird sich finden, denke ich mal. Und einen Job behalten, auch ganz wichtig für dieses Jahr. Und die anderen Jahre natürlich auch. Ja, was habe ich dieses Jahr so vor? Natürlich nicht nur in die Alpen fahren. Ich habe ja auch sehr viel Klientel jetzt aus dem Harz bekommen. Was, ach, ich sage immer Klientel, das kommt durch meinen Job, sorry. Zu sehr. Ist ja auch super schön. Ich wohne direkt am Harz, 30, 35 Kilometer entfernt in Braunschweig. Das bedeutet also, in 20 Minuten, wenn ich Gas gebe, bin ich auf dem Brocken. Nee, auf dem Brocken nicht, aber am Torfhaus. Und von daher, was liegt näher als da, mal die ganzen Wanderwege abzuklappern. Klettern kann man nicht großartig im Okertal, das habe ich auch schon alles hinter mir, aber nicht alles gefilmt. Und vielleicht ergibt sich das eine oder andere nochmal dieses Jahr. Ja, DAV habe ich gewechselt von Hillesheim zu Braunschweig, weil ich jetzt in Braunschweig wohne. Ist es für mich auch einfacher, hier einfach ja, im Deutschen Alpenverein zu sein. Und ansonsten, wie gesagt, in Braunschweig wollte ich schon sagen, im Harz gibt es natürlich noch einige Wege, die ganz schick sind. Also Goetheweg hatte ich jetzt im Herbst noch gemacht. Der andere Klassiker ist Achtermann, Wurmberg und diese Sachen. Also das werde ich auf jeden Fall noch abklappern für die, die gerne die Harz-Videos schauen. Also kommt jetzt irgendwann, wenn das Wetter mal wieder so ein bisschen mitspielt. Im Moment haben wir so Schneeregen, 0 Grad und macht nicht wirklich Spaß rauszugehen. Wenn tiefer Schnee wäre, super gerne, wollte ich eigentlich, weil hatten ja angesagt, am Wochenende soll es richtig schön Schnee geben, aber leider doch nicht. Gut, das ist die Harz-Geschichte. Dann, was wird noch passieren 2016? Worauf könnt ihr euch freuen? Und zwar gehen wir ein bisschen weit. Wir fahren im Juni in Stubaital, wollen da ein bisschen die Berge unsicher machen. Habicht, Elva und ja gut, Serles wird vielleicht ein Einstieg sein, sodass man mal sich ein bisschen wieder akklimatisiert. Und mal schauen, was noch so kommt. Dann 7, 8 Wochen später, ja, ist der Haupturlaub von mir. Dort werde ich ins Ötztal fahren, was ich ja schon im letzten Video angekündigt habe. Die Wildspitze werde ich ein bisschen abklappern. Vielleicht muss ich nur eine Sache sagen, einen Schritt zurück. Ich habe schon mal vor 25 Jahren richtig Bergsteigen gemacht. Also ich habe schon einige 4000 abgeklappert. Damals gab es aber nicht das Medium Video, schon gar nicht auf dem Kopf mit einer GoPro oder solche Sachen, sondern einfach nur Super 8 und die hatte Papa, die hat viel Geld gekostet, hat er mir nicht gegeben und von daher sind die Filme auch, glaube ich, nur immer 4 Minuten lang gewesen und dann bei den Temperaturen entwickeln, also damals habe ich sie nicht mitgenommen. Aber ich will jetzt eben meine bessere Hälfte da auch eben ranführen, dass wir dann peu à peu, man kann ja nicht von 0 auf 4000 anfangen, da auch in 1-2 Jahren hinkommen. Also das wird so die nächsten Jahre ein Forecast sein, Wallis, Hochsavoyen und solche Sachen. Ja, schick, auf jeden Fall Ötztal mit Abrundung der Wildspitze und dann natürlich Pitztal, da ist ja die Braunschweiger Hütte, da gibt es auch noch ein paar schöne Gletschertouren, also von daher wird das eine oder andere passieren. Was ein bisschen zurückgeschraubt wird, sage ich ganz ehrlich, ist Klettersteig, weil es ist jetzt nicht, weil es nicht mehr Spaß macht, sondern wenn es auf dem Weg liegt, gerne, aber ich habe keinen Bock, mich anzustellen. Das ist ja teilweise schon so wie im Winterurlaub am Skilift, eine halbe Stunde stehen, 2 Minuten runter. Und dann hast du solche Wartezeiten, dass es einfach keinen Spaß mehr macht. Es ist einfach zu überlaufen und manche, die überfordern sich, die gehen auf den CD-Steig und können nichts, muss man echt sagen. Und das tue ich mir einfach nicht mehr an. Und ja, im Ötztal gibt es 2, 3, dieser Stubenwasserfall, der ist jetzt auch nicht schwer, aber er ist eben sehr sehenswert. Direkt am Wasserfall klettern und so hatte ich jetzt so auch noch nicht. Beziehungsweise Klettersteig gehen, es ist ja kein Klettern in dem Sinne. Eher wohl Klettern leid. Und ja, dann im Stubaital an dem Elver gibt es ja auch noch einen schönen Klettersteig, den werde ich auf jeden Fall auch mitnehmen.
Und ansonsten schauen wir einfach mal, was sonst noch so kommt. Ja, ich denke mal, was ich vorhin schon so ein bisschen angerissen habe, ein bisschen reines Klettern im Harz. Wobei in Schierke, das ist im Ostharz, auch sehr schöne Möglichkeiten sind, sowas zu üben. Vielleicht werde ich da auch mal ein, zwei Videos drehen, wie seilt man sich ab und solche Sachen. Das wissen ja auch viele nicht. Ja, also mit dem Grigri mit Sicherheit nicht, sondern eher mit dem Tube oder mit dem Anfang Karabiner und HMS. Also von daher wird es da auch ein paar Sachen geben. Freut euch drauf und erstmal schöne Zeit bis dahin. Also das erste Video vom Harz wird nicht so lange auf sich warten lassen. Ich denke mal, in den nächsten 4 Wochen wird es online. Aber es ist eben ein Channel, der auch von der Aktivität lebt. Und jeder hat einen Job, jeder hat nicht so viel Zeit jeden Tag. Und es muss auch irgendwo schick sein. Nur, dass ich irgendein Video reinstelle und ist total blöd, will auch keiner sehen. Also, macht's gut, bis die Tage. Tschüss.